Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Mountain Blade Warband mit dem Floris Mod. Ja, heute müssen wir hier noch eine Quest abgeben, aber dort vorne ist es recht gefährlich. Wir müssen es probieren. Und dann müssen wir den Swadien ein bisschen helfen, sonst werden die gleich dem Erdboden gleich gemacht. Schaut euch mal das an. Die haben ja hier unten nur noch richtig wenig Krieg. Es ist schade, dass die den Airbooten gleich gemacht werden, weil sie mit vier Völkern im Krieg, nein, drei Völkern im Krieg sind. Nun gut. Die Musik ist auch nicht so gut und denen möchte ich aus dem Weg gehen. Greift die an? Nein, die greift nicht an. Wir gehen mit denen mit. Mit denen hier vorne halt nur. Und gehen hier nach oben. Aber die haben die das eingenommen? Wann haben die Almera eingenommen? Das ist dann gar nicht gut. Sagen könnten wir auch plündern, aber das macht negativen Ding. So, nachts zu reisen ist nicht so gut. Okay. Wir bleiben jetzt noch ein bisschen hier, bis es Tag wird. Ja, es wird langsam Tag. Dann gehen wir nach Havava. Die werden wahrscheinlich Havava angreifen und nicht Veya. Nicht zu nah an Veya kommen. Die Dinge lassen wir in Ruhe. So. Machen wir hier eine über. Speichern in Sultanat. Achtung. So. Das ist die Sultanat Achtung Quest. So. Wo ist jetzt dieser Ding? Ah, hier, schaut mal her, hier sind Boote. Da sind sie. Ja, und sagen nicht mal etwas. Und werden wahrscheinlich auch geplündert werden. Lol, was machen denn die hier? Haben die keinen Hafen? Okay. Schade, wir können da nichts machen. Wir werden immer sofort angegriffen. Ja. Gehen wir lieber ein bisschen nach Miami. Was? Tilbaut? Wo ist Tilbaut? Ich weiß nicht, wo Tilbaut ist. Eingenommen, Burg Tilbaut. Berichte. Reichsberichte. Charakter, Spiellog da. Tilbaut. Belagert, nicht eingenommen. Tilbaut. Ah, hier. Okay, Mist. Also wir müssen 2, ja, ein Reich eigentlich helfen und einem zweiten unterstützen. Und das ist nicht Rodok, das ist Sansi Sultanat, aber den habe ich ja momentan im Krieg.
Die werden auf uns aufmerksam werden. So. Eine Jägerin nochmals machen. Wie geht's jetzt im Scheiß? Seid ihr immer noch am Belagern? Scheinbar ja. Ja. Oh je, oh je. Oh je, ab die... Okay. Gehen wir mal hier hinten hin. Wie geht's denn Deserteur? Ja. S4 ist nicht so. Okay, wir sind in einer Sackgasse, das ist nicht gut. Wir bleiben jetzt mal ein bisschen hier hinten. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht. Da oben haben wir eine bessere Sicht, denke ich mal. Wieso greifen die nicht die an, die belangen? Okay, das sind vielleicht viele. Huje, huje. Okay. Wir sind leider nicht so schnell, wir haben 44 Truppen. Jetzt, Charles ist unser. Ich will aber zu Matthias. Ich greife mit an. Komm schon. Wir greifen mit an. So. Aber allen uns folgen. Wir greifen niemand an. Wir bleiben einfach hier. Ein Freichen ist schon tot. So haben wir nur so wenig Truppen, okay. Weil wir wahrscheinlich einfach schon zu viele sind. So. Ja, sehr einseitig. So. Einer wollte uns angreifen, hat aber es nicht gut geschafft. Haben wir hier Verletzte? Nö. Alles noch intakt. Neue Feinde sind eingetroffen, von mir aus. Bald nicht mehr. Dogge Grabbit hat zwei auf einmal noch einen getötet. Grabbit ist ja der Anführer scheinbar. Also der Milizsoldat, also derjenige, der die Kämpfe anführt. Oder ist das der andere gewesen? Weiß jetzt nicht, wie der heißt. Nochmals neue Feinde. Capitano di Defentura. Aha. Das kleine Schild. So, jetzt ist er fertig, okay. Dann machen wir Angriff. Angriff, Leute. Angriff. Die anderen hauen ab jetzt. Haben wir gewonnen. Gut. Oh, schöner Helm. Sieht aus wie ein Topf. Keine Verluste. Gut, euch hier zu treffen. Oh, 15. Dreimal auf Rodok und einmal auf Matthias. Gut, euch hier zu treffen, Monika Bas. Es gibt kein größeres Glück, als die Chance, seine Tapferkeit auf dem Feld der Erde zu zeigen. Quaditilism von Kasantischen Sultanat schaffte es zu fliehen. Okay. Yay, wir haben eine Lederhose. Gut, dann weiter.
So, ich möchte gern mit Tachias reden. Nicht Tachias, mit Matthias. So. Wegen der Aufgabe. Sie belaufen sich auf 6.979 Dinar. Gut gemacht, Monika Basel. Wir sind wirklich sehr gut. Ihr wart wahrlich eine richtige Person für den Auftrag. Ich versprach euch den Fünften der Steuern, welche 1.396 Dinar beträgt. Wenn ihr mir 5.583 Dinar gebt, so mögt ihr die Differenz behalten. Ein gutes Ergebnis für alle Beteiligten, nicht wahr? Ja. Was sollte eurer Ansicht nach der Marschall von unserem Reich werden? Konnte Reichs, ich habe den ehrenhaftesten der Noblemen ausgewählt, ich traue ihm und sein Name ist nicht mit Kontroverse beflickt. Na, das reicht wohl erstmal zum Thema Politik. Habt die Aufgabe? Die machen wir. Gute Jagd. So, jetzt kehren wir hier den Rücken. Oh, greifen wir nochmal an. Schlachtfeld. F1, F3. So, kommt schon. Wir müssen hier ein paar töten. Na, schon Krieg fertig? Okay, war ein bisschen unfair. Danke für eure Hilfe, Fremde. Wir wurden einander noch nicht angemessen vorgestellt, oder? Wie lautet euer Name? Das ist Conte Reis, okay. Dann haben wir bei ihm auch noch einen Pluspunkt. Läuft gut. Schön, euch zu sehen, Monika Bass. Ich bin Conte Reis. Danke für eure Hilfe und ich hoffe, dass Sie unsere Wege wieder kreuzen werden. Sehr schön. Gut, dann gehen wir langsam. Welches? Elifa. Wo ist Elifa? Da oben bei allen, okay. Dann gehen wir mal unten durch wieder. Und gehen dann nach Swadin. Hospitaler Frau. Machen wir als nächstes mal. Das sind Deserteure, die bringen uns aber nichts. Das sind sowieso Deserteure von Swadin. Von Sultanat. Okay. Auch nicht angepackt. Gut. Ja, Mische, was habt ihr denn? Pelzerzählung. Ich hab genug Kleider. Brauch keine Pelze. Sodele. Also, dann machen wir uns auf den Weg kurz in die Hauptstadt. Und, ja, ist klar, dass Swadin gerade am Arsch ist. Fertig mit den Kriegen, es nervt langsam. Ja, die haben jetzt Tilbaut auch eingenommen. Tja. Was wollen wir machen? Swadin anschließen. Aber dann haben sie natürlich Krieg mit den Rhodox. Ja, es wird schwer. Da ist Jaigala. So, die Schenke. Ist das auch einer der. Ja, was wünscht ihr? Um mir die Zeit mit einem Mitreisenden zu vertreiben, falls ihr das gestattet. Sehr wohl, ich habe nichts dagegen. Mein Name ist Letzalit. Ich bin der zweite Sohn des Grafen von Geroia, von dem ihr zwei Söhne
gehört habe, da ich kein Erbe meiner eigenen nennen kann, kam ich her, um mein Glück in Karatien zu versuchen, wo ich Männer in den Kunst des Kampfes unterrichte. Leider haben die Fürsten ihr in Jay Color keinen Sinn für die disziplinarischen Methoden, die man braucht, um Gesindel zu Soldaten zu machen. Ich sagte ihm, es sei weise, sie erst auszupeitschen und später dann zu begraben. Aber er wollte nichts davon hören und beschied mir, meine Dienste jemand anderem anzubieten. Wenn ich euch als ein Hauptmann bekannt ist, dass eine Bestimmung darauf sieht, Schlachten zu gewinnen, statt seine Soldaten zu verhätschen, wäre ich euch verbunden, wenn ihr mich mit ihm vorstellen könntet. Ich könnte euch in meiner Kompanie gebrauchen. Ich wäre erfreut, mit euch reiten zu dürfen, wenigstens für eine Weile, gegen Lohn und meinen Teil der Beute. Ich bin geschickter Schwertkämpfer und ich kann euch kann auch eure Männer im Kampf unterweisen, aber ich warne euch, ich kämpfe nicht für einen Anführer, der lasche Disziplin mit seinen Männern pflegt, denn auf Dauer respektieren sie die sanfte Hand nicht. Ja, es ist halt jetzt momentan nicht genau so den Typ, wo ich gebrauchen könnte, aber ja, dann nehmen wir ihn nicht. Nein. Weil er wird sowieso den Trupp dann wieder verlassen. Aber hier. Was wollt ihr? Ich möchte mir bloß die Zeit etwas vertreiben, gnädige Frau, sofern ihr nicht anderweitig beschäftigt seid. Ach, nun, wenn ihr wissen müsst, so werde ich es euch sagen. Ich entstamme einer alten Familie im Norden, Tochter eines Lehensmanns und auch die Gattin eines solchen. Ich kämpfe an der Seite meines Mannes als seinen Gefährten in Krieg und Frieden, aber mein Gemahl starb an der Pest, als ich noch kinderlos war. Mein Gemahl hatte entschieden, dass ich seine Länderei erben sollte, wenn es keine Nachkommen gibt. Mein Schwager verflucht seinen Namen, meinte, er sei nicht unsere Sitte, Frauen als Erben eines Lehnsmanns einzusetzen. Das war Unsinn. Aber mit seinem Gold konnte er sich die Loyalität gegenüber treuloser Diener zu erkaufen, um sich in meiner Halle einrichten zu können. Ich floh, obwohl ich nicht dazu erzogen worden war, von Streitigkeiten wegzulaufen, und ich hoffe, ich tue das nie wieder. Wenn ich genug Gold habe, eine Armee auszuhelfen, werde ich zurückkehren und mir nehmen, was mein ist. Ja. Es wird mir eine Freude sein, in einem Schildwall zu kämpfen, aber ich warne euch, wenn ihr mir antragt, Feuerholz zu sammeln oder zu kochen, werdet die Konsequenzen nicht schätzen. Keine Bange, meine Dame, ihr seid die Witwe und die Tochter eines Lehmanns und ihr werdet als solche behandelt. Was? Ich will ja so viel Geld nicht ausgeben, aber wir haben genug Geld. Gut, gebt mir einen Augenblick, um mich vorzubereiten. Also sie habe ich angenommen, er, naja, lasse ich mal. Und wir gehen auf den Marktplatz. Ja, verkaufen mal den Schrott hier. So. Haben wir denn noch etwas Gutes? Mailändische. Ha, das sind wahrscheinlich von einem anderen Mod die Rüstung und so. Die wurden dann in diesen Mod auch reingetan. Haben wir hier den König? Ich muss unbedingt... Nein, der König ist nicht hier. Dann würde ich sie mal fragen. Kelez und Rundi. Ruldi. Kelez und Ruldi. Zwischen. Ich gehe mal nach Ruldi. Aber der ist wahrscheinlich hier irgendwo. Ja, dann gehen wir hier ringsum. Ich muss unbedingt mit ihm reden, mal schauen, was er sagt. Beförderung haben wir auch noch. Eine Jägerin, gut. Da ist er. Ähm,
Swatien beitreten. Mal schauen, was das jetzt macht, weil wir sollten eigentlich noch nicht aufgeben. Ah gut, es geht immerhin. Haben wir dann etwas Negatives bekommen? Nö, oder? Gut, dann möchte ich Swadin beitreten. Konrad Kelgit haben wieder Krieg, okay. Macht die Swadin nochmal ein bisschen harmloser. So, schnellstmöglich nach Uxal. Bisschen Zeit haben wir noch. Gut. Ich hoffe, die Stadt wird noch von Sultanat wieder eingenommen. Das ist denn schon wichtig für Sultanat. Sonst ist das das nächste Reich, das kaputt geht. Ich hoffe, wir finden den König. Oder sollen wir direkt nach Ding gehen? Braven. Ich werde mal hier fragen. Das ist kein Luchs. Na gut. Wie viele haben wir jetzt eigentlich die Ding? Die haben Burglen, die haben sie, Dirim haben sie eingenommen. Mist. Ja, also denen müssen wir unbedingt helfen. Und, ja, den anderen eigentlich auch. Nissar. Seid gegrüßt, Reisende. Ich bin Nissar. 12 Sohne habt ihr von mir gehört. Ich denke nicht. Habt ihr nicht, dann habt ihr vielleicht von meinem Ross gehört, das über Karazin Ebenen fegt wie ein Mondstrahl und von einem Schwert ein Liebhaber des Blutes eurer höchstgeborenen Prinz des Landes. Ich werde jetzt das mal kurz nicht lesen. Naja. Nein, wir werden ihn später sicher mal noch wieder treffen. Ich möchte jetzt nicht zu viele Gefährten haben und dann haben sie alle Streit und alles mögliche. Lilien Dreieckschild. Ich möchte doch mal eine Zweihandwaffe, aber eine, die zahlbar ist, nicht ein Perlmuttkreuzschwert. Ich möchte episch, englisches. Dann nehmen wir das. Und zwar möchte ich gerne das mit deinem Ding. Da haben wir immer noch ein Einhandschwert, weil das ja auch einhändig ist. Und den Holzbuckel lassen wir noch. So, dann haben wir hier ein Schwert für zum Beispiel die Nadia. Und wer hat noch kein gutes Schwert? Rolf, du hast doch sicher irgendwas. Du hast ein englisches Langschwert, das ist wahrscheinlich sogar stärker. Ja. Gut. Ich wollte das gar nicht zum Glück. So, zum guten Glück ist es immer noch ein Schutz, also dass man es nochmals an verneinen kann. Fertigkeiten. Du bist Waffenmeister, gut. Führungskraft. So, ich möchte dir ein Schild geben, das du tragen kannst, aber du kannst nichts tragen. Ja, das kannst du tragen. Und das Schwert kannst du haben. So. Dann
muss ich da noch ein paar Sachen haben von anderen. Wickelhose. Dunkle Lederbekleidung. Was habe ich jetzt alles bekommen? Ja. Verkaufen wir das alles. Und zwar bekommen wir nicht viel davon. Über. Gute Musik. So, habt noch andere? Da müssen wir mal machen, verkaufen hier. Ja, auch nur Schrott. So, bis hierhin. Die Bögen brauchen ja nicht zu geben. Was ist denn das für ein Lied? Manit, du hast sicher auch etwas. Ja. Der hat sogar bessere Sachen scheinbar. Nun gut, hier nicht, aber oben. Da hat das Inventar voll, dann müssen wir hier Sachen verkaufen. So, schauen wir mal ein schlechtes Schild. Nun gut. So, die anderen müssen die Sachen nicht geben. Hier hat es ein paar Leute. Herzogin, Graf, Freiherr, Pleiß. So, mein Herr, ich möchte euren Männern beitreten. Ein swadischer Bauer. Nein, nein, ich möchte doch gerne Vasall, also Ding werden. Gut, noch kurz fragen, wo der Ding ist. Der König. Elianat. Da. Okay, ja. Nee. So. Machen wir noch kurz ein bisschen länger, weil ich das noch erledigen will. Weil der Wecker wäre schon fast angegangen. Weil die 30 Minuten schon vorüber sind bald. Ich will euch anschließen. Yay, Frieden. Schön. Das ist schon mal gut. Anmerkungen, Spiellog. Burg Almera. Das ist nicht so gut. Was macht die für Krieg? Ah. Hä? Hat Rodok die erobert und dann wieder verloren, oder was? Anmerkungen. Spiellog. Okay, dann haben sie die Burg halt wieder verloren. Mir egal jetzt momentan. Ich hoffe nur nicht, dass Wa den Krieg mit Ding bekommt. Nur, dass ihr es wisst, ich kann diesen dummreißischen Scharlatan Palantios Hermus nicht abfahren. Ein paar Minuten bemerkte ich gegenüber unseren Gefährten, wie die Bauern dieses Gebietes noch dumpfbackiger und platzstirniger aussehen als üblich und spekulierte, dass sie sich vielleicht mit Affen Bett und Tisch teilen. Du bist halt ein bisschen negativ, dann bekommst du auf die Schnauze. So, hier ist Praven. Dann machen wir das noch kurz.
Oh, ich will kurz. Genau, ich will kurz. Komm schon. Ja. Ja. Holzian, 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 Holzian. Genau. Haha. Wir helfen ihnen natürlich. Das machen wir noch kurz. Der Part, ich mache sowieso längere Parts hier, weil ich nicht so viel hochladen werde. Angriff. So. Dann gehen wir mal außen herum. Und greifen sie dann an. Ich will aber nicht. Ich will nicht. Ich will zwei Hand haben. Das ist weniger gut. Ja gut. Ging schneller als ich gedacht habe. So, vielen Dank für eure Hilfe. Ein Ansehen haben wir bekommen und 2 auf 3 gestiegen. Meine Dame, die Sache stand recht schnell schlecht für uns, aber dann kamt ihr und das Blatt hat sich gewendet. Ja, Gebirgsbanditen, deshalb wollte ich auch die angreifen. So, was bekommen wir? Recht wertlose Sachen. Okay, schon ein bisschen wertvoll. Ja, sollen es mitnehmen und dann gehen wir zurück nach Praven. So, sehr schön, Gebirgsbanditen, die gehören eigentlich hier nicht hin. Ich weiß nicht, die sind unten wahrscheinlich die ganze Zeit vertrieben. Ja. Nun gut. Rimusk. So, Praven. Wo ist der König? Ich muss mal mit dem König reden. Da ist gar niemand da. Schenke. Reißender Lösegeldvermittler, sehr schön. Nein, das. Einverstanden. Gut. Kriegerinnen? Nö. Der Shavi, ist das nicht die, wo wir auch letztes Mal schon getroffen haben? Ja, nehmen wir sie mit. Gut, dann haben wir hier ein paar Sachen, die ich gerne loswerden will. Und, nein, nicht zum Hafen verlassen. Irgendwo hier muss der König sein. So sieht man leider nicht so viel jetzt gerade in der Nacht. Dann will ich unbedingt, dass der mit der Erkundung auch hier bleibt, in meinem Trupp. Aber der scheint nicht so zufrieden zu sein, also die anderen sind nicht so zufrieden mit ihm. So, da ist er wahrscheinlich. Ja, gut, ich möchte euch anschließen. Mein Name lautet Monico Basa, stehe zu Diensten, werten Herr. Ich bin König Harleos, Herrscher vom Königreich Swadion und Fürst von Praven. Ihr mögt von gewöhnlicher Geburt sein, doch wisset, dass ich immer noch guten Männern Ausschau halte, die für mich kämpfen, sobald sie sich meines Vertrauens würdig erwiesen haben. Mein Herr, ich möchte euren Männern beitreten. Ich habe Platz in meinen Reihen für eine Frau, Stellung, Monico Basa, ich kann einen Swadischen. Nein, ich möchte nicht das. Ich möchte das. Ja, eben deshalb muss ich noch ein bisschen
Ding. Also das werden wir das nächste Mal machen. Dankeschön fürs Zuschauen. Und ja, noch einen schönen Tag. Tschüssi, Leutchen. Leute. Tschüss.